Wenn Interplay uns diesen Sommer ins klirrende Icewind Tal schickt, wird das teilweise zum Wiedersehen mit alten Bekannten führen. Immerhin wurde das Spiel mit der Engine des Klassikers Baldur's Gate gebastelt. Mit Dungeons & Dragons ist natürlich auch das Rollenspielsystem dasselbe geblieben, wodurch uns die Generierung einer Party leicht fallen dürfte. Rasse, Klasse, Fähigkeiten auswürfeln und Aussehen festlegen, das Übliche eben. Im Vergleich zu Baldur's Gate wurde die Story gestrafft und das Spiel in linearere Abschnitte aufgeteilt. Wie hier das verschneite East Haven, bestehen diese aus jeweils einer Ortschaft als Basis, samt aller für Abenteurer relevanter Einrichtungen wie Tempel, Gaststätte, Taverne, Magier und natürlich einem Laden. Eine andere Ortschaft ist Kuldahar in den Wurzeln eines riesigen Baumes. Selbstverständlich wird jedes Dorf von einer Auswahl an NPCs bewohnt, welche die Party mit jeder Menge Quests versorgen. Um einen Abschnitt zu komplettieren, fehlen dem Rollenspielerherz noch zwei Zutaten: die umgebende feindliche Wildnis und natürlich die dazu passenden Dungeons. Und davon verspricht uns Interplay jede Menge, denn Icewind Dale wird deutlich kampflastiger als Baldur's Gate es war. Die Verliese sind oft wesentlich anspruchsvoller und bedürfen viel taktischem Geschick sowie der Pausefunktion zwecks Planung. Manchmal kommt es zwar auch außerhalb der Siedlungen zu Gesprächen, doch kann eine falsche Antwort dort schnell zu einem weiteren Kampf führen. Ob wir es im Icewind Tal cool fanden oder es uns kühl ließ, werden Sie wohl in unserer nächsten Ausgabe nachlesen können. Ich jedenfalls freue mich schon darauf, mich an heißen Sommertagen im ewigen Eis virtuell etwas abzukühlen.